Nein, normale Aufnahme hier fürs Normal. Nicht jetzt im Sinne von YouTube-Aufnahme, sondern Beweisaufnahme, wenn die gleich callen. Eine Peon? Nein, RP-Kleidung. Stimmt, ich könnte meine RP-Kleidung rausholen. Quatsch, na, dass ich halt mir eine andere Weste anziehe und so weiter. Ach so. Na komm, callt. Kommt, Leute, mach. Westside ist schon direkt wieder da. Ich hab keine Ahnung, wie die jetzt schon kein New Life mehr haben können. Ja. Warte, der ist genau vor mir. Warte, ich glaube, Hakusteiner ist schon einer, ne? Wer schießt? Ich bin mir so sicher, ne, dass der mich jetzt gleich callen wird, wenn ich zu meinem Auto will. Wird er das? Hm, wird er. Ich werde sie das mal kuscheln, nur so. Okay. Wo ist gut. Nein, habe ich ein bisschen Deckung von euch oder bin ich allein? Ich geh mich ich habe Deckung. Ja, ich bin immer. Ich nicht mehr. Ja, der fährt hoch. Sollen sie machen, ganz ehrlich, die versauen sich ihren Ruf. Ein Ruf gut kaputt. Meiner. Genau. Wahrscheinlich wollen die das hier in meinem Wagen stecken, dann können sie mich so besser callen. Na gut. Ich hab mein Auto, ich fahre jetzt. Bitte? Daher. Bitte? Sorry. Ja. Ja, mit der RP-Streife wird bei meiner Waffe gerade noch nichts, ne? Ich will die bloß gerade nicht einäschen. Ja, die haben Hunter rausgeholt, das heißt, RP-Streife würde wahrscheinlich eh gleich finito werden. Aber wir können ja mal mit normalem Reden versuchen. Das wäre zumindest jetzt mal mein Ziel. Muss nur rauskommen. Ganz ehrlich, nimm dir eine Taser, Esther, das reicht. Tobias? Ja? Darf ich dich kurz was fragen? Ja. Wegen, Rängen? Wenn ich zum Beispiel, was muss ich jetzt machen? Also muss ich dann noch eine Bewerbung schreiben? Nach dem Praktikum. Einfach gute Bewertungen sammeln und damit zu gucken, ob du genommen wirst oder nicht. Alter. Okay. Ich hab was ganz Lustiges. Ich lass den Typen jetzt seine Hand löschen. Ich hab nämlich einmal gesagt, dass es eine allgemeine Verkehrskontrolle ist. Er ist weggefahren, ist wiedergekommen, hat eingeparkt. Und danach hat er wieder ausgeparkt. Dementsprechend, fuck it, ich lass ihn löschen. Ja. Ja, dürfen sie nicht einparken, wenn der. Gut. Und ich gönn mir jetzt. Oh, guck mal, hier ist was. Und das riecht doch schon, oder? Ah, ne, Gott sei Dank. Das ist mittlerweile angeborenes Eisenschmiedemisstrauen. Was ist? Was ist? Taxi von Makuro. Och, ne. Komm, ich fahr jetzt einfach. Ich bin da kurz reingekommen. Stoppschild. Noch ein Stoppschild. Der Wagen muss komplett stehen. Rein theoretisch, du hast gerade rot, ist los. Doch, doch. Ich habe eh keinen Führerschein. Deine Bankzugriffskarte? Jack. Kann man kriegen, wenn man als Cop ein paar Lose sich holt. Dann kann man sowas bekommen. Nö, man kann als Cop die Dinger auch holen. Du kannst sie doch aber nicht benutzen, dachte ich. Die normalen Lottolose nicht, die Ruppellose schon. Wie macht denn Blackjack, Alter? Keine Ahnung. Alter, viert vom Z... Oh mein Gott, vor mir! Jo! Warte! Sag mal was. Wer hat da gerade AHA gerufen? Hey, böse Leute hier. Wirklich. Wir werden gleich gekoppt, bei uns ist der Hunter und so. Hör doch mal auf mit dem Mist. Ja, die positioniert sich schon. Kommt mal bitte hier in unsere Richtung. Na, guten Tag. Das tut uns leid. Ja, hallo. Böse, nicht einfach auf die Straßenseite hier ziehen. Meine Güte, gucken Sie sich das mal an, die arme Lackierung. Wieso kann ich nicht? Nee, ihre nagelneue Lackierung. Ja, das ist blöd. Die muss man sich extra immer erst beim Bürgermeisteramt da neu anstellen. Das ist scheiße. Tja, ne? Mann. Ich kümmere mich, damit die Autos gut aussehen. Ja. Achtung, weg vom Auto. Passen Sie auf. Und Achtung, weg. Vorsicht. Hallo. Oh Gott, bitte. Oh Gott. Oh, Sie sind aber stark. Was für Training machen Sie denn? Es ist ja. Es sieht schon nice aus. Aber passen Sie auf, ne? Sie verletzen sich am Rücken. Ich habe so ein. Oh Gott. Fünf. Er ist Alpha. Alles gut. Oh Gott.
Weiher. Was haben sie denn für eine Federung drin? Das Ding, springt ja nochmal hoch. Bei uns ist der Anton alles, ne? Wenn ihr wollt. Ey, sorry, dass ich das noch rede. Nicht machen, böse! Hör auf! Komm! Meine Güte, guck mal, der ist von Altes Aldi. Der hat ganz andere Probleme. Oh Gott. Das macht voll Spaß. Nee, da stand Altes drauf, nicht Aldi. Ja, das ist wahrscheinlich die Variante hier. Jetzt nicht den Herrn da hochnehmen, bitte nicht. Ah, Gott. Gott. Ja, Westside ist bei uns. Wie geht's denn dann? Der Regen sehr anscheinend, oder? Herr Hannibal, geile Sau, Schmied. Guck mal meinen Namen an. Gott. Naja. Aber mal so als Quizfrage so. Also, ich will wirklich gerne wissen, wer den Entwurf hat. Der sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Wenn wir eigentlich noch ein bisschen bessere Qualität bei der Lackierung hätten, wäre es schon echt pornös. Das war die wenn sie hier noch ein bisschen mit uns reden wollen, könnten sie dann mal bitte ihre Fahrzeuge von der Straße fahren? Böses Putt-Putt. Dafür einmal zum Zitteraal jetzt als Rache. Für diesen Versuch, ne? Einmal zum Zitteraal, ne? Das musst du mir eingestehen. Hör auf mit dem Mist. Hör auf, ne? So. Meine Güte, ey, wirklich. Herr Hannibal, sind Sie horny? Nee, ich bin hier, wenn dann... ich bin Honey. Nee, aber so süß bin ich nicht, tut mir leid. Aber wenn jemand probiert, meinen Wagen zu knacken, dann bin ich hier Salty, nicht Honey. Ich kann dir auch meinen Schalldämpfer in... Böse. Bist du dann vielleicht horny oder bist du immer noch... Warten Sie, wir können ja mal testen, wie das bei Ihnen wirkt. Ich schiebe Ihnen die mal rektal ein. Ich habe so schöne blaue Handschuhe mit. Ja. Ich habe schwarze Handschuhe, meine sind die Handschuhe. Die haben mir einen Dietrich gegeben. Okay. Hier ist eine Dame anwesend, ja, bitte nicht. Nein. Gehen Sie bitte weg. Mann. Wenn Sie mich anfassen, Taser, ich sehe. Hören Sie auf, die Dame an. Ich habe sie angefasst. Na. Böse. Nicht meine Kollegin hier anfassen, Sie frecher Junge. Also wenn ich es könnte, würde ich Ihnen jetzt dafür, ne? Hätten Sie eigentlich verdient, mal einen über den Kopf zu kriegen hier. Mann. Horniball, geile Sau. Na, wenn dann Salty Ball. So, aber wehe, Sie fassen nochmal meine Kollegin an, ne? Dann mache ich Sie zum Zitteralter, Sie glauben, Sie wären zum, ne? Oh, hier kommt ja noch wer an. Na, Hallöchen. Oh, genial, sogar mit der Schrotflinte. Sieht ja mega aus. Na, gucken Sie mal, wir können ja mal was machen, damit die Leute auch wissen, dass hier was ist. Achtung, damit die Leute auch wissen, dass sie hier nicht so lang fahren sollten. Reizgas! Nein, kein Reizgas. Einfach nur eine Markierung für die Leute. Das war kein Senfgas, also beruhigen Sie sich bitte. Hallo Herr Friele. Das ist kein Senfgas, beruhigen Sie sich. So, jetzt wissen aber wenigstens die Zivilisten, dass Sie hier nicht hin sollten. Ich bin ein taubes Nüsschen. Sie sind ein taubes Nüsschen, oh Gott, was haben Sie hier für einen Kollegen? Da war ja was. Hört sie auf! Jetzt reicht's! Ich hab sie vorgewarnt, ich mach die zum Aal. Hey, also Quickscopen kann ich auch noch nicht. Quickscopen ist nicht meins. Ja, ich habe ihr eine Million gegeben, damit sie mir kein Ticket ausstellen. Böses etwas. Böse. Ja. Hör auf, der ist nicht so einfach zu knacken. Wissen Sie, was ich da für Geld reingesteckt habe, dass das nicht so schnell geht? Hören Sie auf mit dem Unsinn. Mann, ey. Unglaublich. Unfassbar. Aber warten Sie, das können wir machen. So, bitteschön. Frau Cooper, gehen Sie doch mal. Der Kollege hat drum gebeten. Also, wenn er das will, dass ich ihn den Hintern versohle, dann kann ich ihn ja auch mal in einen Club empfehlen, wenn er das will. Wer? Dir? Nee, ich nicht. Ach so. Also kann es sein, dass Sie auf sowas wie SM stehen? Das wirkt irgendwie ein bisschen so. Nee, ich stehe nur auf SW. Ich stehe drauf. Aha. Herr Hornibald, okay. Speed steht so auf Analketten. Nee, das nicht, aber ich würde Ihnen eine verpassen, wenn Sie eine wollen. Das mag ich Frau Rufer sehr gerne. Oh Gott. Ja, komm her. Komm, hinterm Busch. Ich habe keine mit, tut mir leid. Ich bin im Dienst. Tu es.
Ich bin im Dienst, ich habe keine mit. Ich will es! Sie wollen es, ja. Das finde ich schön, dass sie das wollen, aber ich habe keine mit immer noch nicht. Hansi, ich kann Ihnen da mal eine, das kribbelt genauso. Gucken Sie mal. Oh, oh, das hat aber Wirkung gehabt. Oh Gott. Das ist ja schlimmer als beim Urologen. Wo war er? Ja, wissen Sie, wo man lernt, da so Ketten reinzuführen? Man geht zum Urologen und sagt, hier, ich würde das gerne lernen in der Praxis. Dürfte ich mal zugucken. Ah ja, da wird man quick lebendig, ne? Nein, ich habe keine Kette mit, es tut mir leid, da müssen Sie später nochmal kommen. Ja. Ah Gott, der Herr muss wirklich noch lernen, ne? Also im Dienst kann ich Ihnen doch keine Ketten in den Arsch schieben. Bitte was? Der Herr möchte, dass ich Ihnen eine Analplakette also, da reinpacke. Nur das Problem ist, das geht nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Nein, nein, nein. Naja. Lassen Sie das bitte. Da habe ich schon schlimmere Bitten gekriegt. So. Also ich enthalte mich. Böses Putt-Putt. Böse. Nicht wehe. Ne, ich habe Ihnen gesagt, wenn ich Sie nochmal Hand an meinem Ding sehe, dann werde ich Ihnen aber dann... Dann gebe ich Ihnen eine ganz persönliche Praxisstunde auf dem Flugzeugträger, der Herr da hinten. Ne? Dann werden Sie ganz, ganz genüsslich. Ne, Sie haben ja schon eins von uns. Sie sind ja gerade schon mit einem von unserem Fahrzeug abgehauen. Also, böses Putt-Putt. Böse. Der Friedler hat echt nichts gerafft, Leute. Böse. Ich hab's dir gesagt. So. Ne, das nächste Mal stecke ich dir da was rein in dein Hintern. Ich sag's dir. Ich hab so einen Dietrich von uns von deinen Kollegen gekriegt. Ne? Soll ich den dir mal irgendwo. Hä? Friedler knackt die zurück. Böses Putt-Putt. Also, ich find's gut. Wie fanden Sie denn jetzt so unsere, unseren Sie Fahrdienst? Ihre Fahrzeuge von der Herr Hornibal, wollen Sie einen Keks? Oh, stimmt, Sie kriegen. Ah, nee, ich mag's nicht so von irgendjemandem da. Also, wenn sie artig sind, dann bekommen sie von mir einen Keks. Wenn sie allerdings böse sind, kriegen sie Saures. Ja? Und das Saure wird ihnen nicht so einfach gefallen. Na, böses etwa. Ich hab's gewusst. Ne? Der hat mich niedergeschlagen. Ich hab's ihnen gesagt, ne? Cooper, Achtung. Hier wird nicht einfach so mein Fahrzeug probiert zu knacken. So. Böses etwas. Ja, sie haben da schon wieder irgendwas Hand angelegt und ich habe ein bisschen Nein, Paranoia. Ja, gehen Sie mir weg, den lasse ich lackieren ordnungsgemäß. Das ja, genau. Achso, ja, okay, dann ist er gut. Deswegen. Oh mein Gott. Ja, Hunter war von uns der Meinung, er müsste. Er hat Jan tot gemacht. Nein. Was hat er? Wir können ein paar. Als ob. Friedler, was machst du für Scheiße? Herr Schmied wird gleich übernehmen. Was machst du denn für Scheiße, Friedler? Du hast Jan tot gemacht. Das war nicht meine Schuld. Oh Mann, Alter. Wirklich? Das war nicht meine Schuld. Sie haben mich doch erschossen. Nein, raus da. Raus. Siehst du? Wenn es muss, dann kann ich das auch. Aber hören Sie auf. Raus aus dem Ding. Wirklich, fertig. Hannibal, ich hab was für dich. Spielzeug. Oh, gut so. Wir werden uns gleich ein bisschen um Flugzeugträger amüsieren. Nein, lass mein Spielzeug in Ruhe. Lass es in Ruhe. Nein, meine. Meine. Ich hab gesagt, es ist meine. Gucken Sie Böses mal, etwas. Spielzeug abgehen kann, Herr Hornibal. Ja, ich merke schon. Oh Gott. Gucken Sie mal, wie es abgehen kann. Gucken Sie mal. Oh mein Gott. Alter Finne. What the fuck is going on? Gucken Sie mal, wie ich abgehen kann, Herr Hornibal. Alter, was hat denn Ihr Kollege genommen? Oh mein Gott. Weiß es nicht. Ich glaube, da. Warten Sie, ich mach dir mal kurz die Handschellen los. Warten Sie. Oh, war ja. Aus dem Rastet ja gleich noch. So, passt. Bitteschön. Alles gut. Hören Sie auf mit Ihren Anfällen. Wirklich, das ist gefährlich. Friedler, ist der ausgelockt? Kann ich ein? Hat sich Friedler ausgelockt? So, ah, ne, da hinten. Ne, ne. Nee. Habt ihr KG? Nein, aber wir haben hier ganz schön viele von Westside, die jede Sekunde callen können. Böses Putt-Putt. Achso, okay. Ja, da können sie ran. Ich muss das mir okay. merken, dass
ich ein bisschen besser. Ja, nochmal Hand an meinen extra vom Start gestellten Wagen. Der kriegt von mir eine extra Bahn durch. Ich sag's euch. Oh mein Gott, Alter. What the fuck? Passiert halt mal. Weg da. Den Kratzer, den muss ich Narod noch melden. Ganz auf. Gott. Ich muss mir wieder mehr. Was haben Sie denn für einen Fetisch? Gehen Sie weg von meinem Fahrzeug. Mann, Mann. Ich merke schon. Haben Sie zufälligerweise an Ihre Motorhaube gefasst? Willst du hier oben stehen bleiben? Nee, das waren ja, wenn dann Ihr Hand auf uns. Hören Sie auf. Böse. Sind rechts. Also, warte mal, ich lege mich mal auf Ihr Auto drauf. Nein, Sie werden gar nichts, wenn Sie das machen. Die arme Lackierung, hören Sie auf. Kaffee. Nee, sie hat aufgemacht. Sie hat also, ich habe alles dabei. Nein, sie hat ein normales. Direkt daneben. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, da sie schon probiert haben, das Ding zu knacken. Nehmen Sie mal das Ding da runter, Joche Wummer. Ach, das ist schön. Ach so, sie würden es nochmal tun. Keine Sorge, dann werde ich es auch nochmal tun. Okay, ja, wir bräuchten hier gute Unterstützung. Sie waren einer der ersten, die hier probiert haben, Hand anzulegen. So, wer das als nächstes... Hornibal und ich haben eine besondere Beziehung. Ja, ja, ganz besonders. Frau Cooper, lassen Sie mein Fahrzeug am Leben, ne? Man kennt ja das Sprichwort, Frau am Steuer. Na gut. Frau am Steuer, das wird teuer. Ja, ja. Ja, hab ich schon gesagt, das wird teuer. Oh, Leute. Stellen Sie mir doch vor das Auto und Herr Schmidt, das habe ich gehört. Herr Schmidt, sorry. Jetzt gehen Sie weg von meiner Karre, Sie beide. Weg von dem Ding. Oh, da hinten kommt noch einer an. Ist das Ihr Kollege, der da kommt? Gucken Sie mal. Ja. Was für eine Lizenz braucht man, um sich die Schrotflinte zu holen? Hast du nichts geschrieben? Klar, ja, klar. Die lange gibt's auf Piraten, glaube ich. Weg davon, ich wusste es. Geh mir weg. Weg von der Karre. Geh weg. Weg da. So, hier Abmarsch. Verkrümel dich. Ich sag dir. Ich werf Ablenkungssmokes. Ablenkungssmoke. Okay. Geh weg. Geh weg von dem Fahrzeug. Gut. Wer ist da oben eigentlich im Polizeiköllen? Jetzt geht. Ein Gegner, nehme ich an. Ja, dann soll Ihr Kollege aus unserem Auto raus. Wir tauschen. So. Nein, Herr Friedler, töten Sie sich schon wieder. Nein! Steve? Ja? Willst du irgendwo anders hinfahren, falls irgendwas passiert? Ja, gleich. Ja, ich bleib einfach hier unten. Lass mich einfach mitcallen oder so. Ja. Oh, die haben einen Spaß, ey. Ey, der ist mir reingerannt. Der ist mir reingerannt. An mein Wagen. Was machen Sie denn? Haben Sie mal dran gedacht, wie gefährlich das ist? Sie Vollidiot. Rennen mir in meine Karre rein. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Sie haben doch wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Hören Sie auf. Ne, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. LOL. Warum schießen Sie Schafe auf mich? Ich, das war kein Schafe, das ist Taser, warten Sie. Hier, genau, ist Taser. Sie haben irgendwie eine Taser-Allergie, kann das sein, dass die bei ihm nicht wirkt? Warten Sie mal, bleiben Sie. Ja, wehe, Sie probieren noch mal Hand an meinen Wagen zu legen. Ich hab's ganz genau gesehen, weg davon. Weg. Ich probiere es dann mal. Ja. Warum töten mich Taser heute? Irgendwie habe ich so einen ganz bösen Gedanken bei Ihnen. Sie sind allergisch auf Taser. Bei Ihnen wirken die nicht. Nein. Ich weiß, es ist ein guter Ansatz, weil ich kann jetzt einfach immer machen, was ich will. Man kann mich nicht tasern. Doch. Also ich werde Sie trotzdem damit weiterhin probieren zu tasern. Wenn Sie allergisch drauf reagieren, dann ja, Ihr verschulden. Sie wissen ja ganz genau, dass Sie so drauf reagieren. Probleme mit meinen Muskeln. Aber wenn Sie das machen, dann billigen Sie ja, dass Sie mich ermorden. Nee, ich gehe in der Annahme recht hier, dass Sie getasert werden. Also Finger weg von dem Ding. Finger weg. Nee, ich weiß es immer nicht. Ja, bei Ihren Kollegen hat es ja geklappt. Also nehme ich an, es war einfach nur eine Fehlfunktion. So. Ich hoffe, das geht jetzt. Nee. Doch, ganz einfach. So, wer hat hier gerade meinen Kollegen hier? Das ist auch meine Truder. Weg davon. Weg. Der nächste, der hier Hand anlegt, ne, kriegt eine ganz spezielle Behandlung. Als Zitteraal. Mhm.
Ja, nimmst du mal das Ding weg. Ja, da fliegt gerade eine Fliege. Tasert den mal. Den Herrn im Weiß. Tasern. Er hat eine Fliege im Gesicht. So ist gut, so ist gut. Perfekt. Aber hau ihm doch nicht ins Gesicht. Ach, wegen einer Fliege, Mensch. Wie schmeckt mein Fuß? Herr Schmied, ich würde sagen, das haben Sie ganz schön verdient. Ah ja, ah ja. Sag die Frau. So, fertig. So verdient hier. So verdient jetzt sicher. Wie schmeckt. Hier, wie schmeckt denn mein Fuß? Ja. Wie? Ja, sagen Sie mir das doch mal. So. Weg davon. Ich hoffe, sie fühlt sich jetzt wieder ein bisschen angenehmer. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, wei. Heute ist wirklich Taser-Tag. Oh, weia. Wer hat denn da auf dem Auto geschissen? Was ist das für eine Farbe? Ja, schon zwei, schon zwei. Oh, weia. Böse. War Call? War Call? Ja. Okay, Steuerung K. Gegen wen? Wer hat jetzt hier gecallt? Könnt ihr mir sagen, wo geht noch stehen? Der Typ, der da neben dem Auto liegt. Lebt noch einer von denen? Ja. Auf, was ist deine Anti? Sitzt deine Anti? Hä, ich kann meine Hände nicht hochnehmen. Auf dem Hill. Jop. Wo war der? Ruine. Jop. Ja. Anti. Ja, der hat dort von. Also schräg rechts hin und. Was soll das denn für eine Scheiße, ey? Wir quatschen da in Ruhe und dann so.